Thanks. Assalamu alaikum, meine Lieben. Masha'Allah. Ist das deins oder meins? Meins. Was kalt? Younes kann schwimmen. Hey, spring nicht so, du machst die Telefone nass. Zeig mal, wie du schwimmen kannst. Komm. Zeig mal. Das finde ich so cool. Ich zeig die drei? Die drei Sachen, die du... Einmal unter Wasser. Okay, yalla. Das ist die Hundefraktion. Ja, so ein bisschen halb Brustschwimmen war das. Und jetzt dieses so. Richtig. Unter Wasser schwimmen. Super. Uiuiuiuiui. Super. Und jetzt dritte mit dem Board, glaube ich, ist das, gell? Ja. Und ab Freitag gibt es Einzelunterricht, da wirst du noch schneller schwimmen lernen. Oh, ich freue mich so. Ich schwimme ganz viel. Ja, hier ist ja nicht viel Platz. Komm. Mein Arm tut mir voll weh. Das ist Bodybuilding. Warte. Du musst genau so mit einer Hand. Und dann machen sie es später mit zwei Händen. Das ist Kraulen lernen. Ah, heide, nein, kommt alles Wasser raus. Fertig jetzt. Also ich bin auf jeden Fall voll stolz, gell, Mausi? Guck das, guck das, guck das, Mama. Guck das. Shani und Younes, guck. Kopfsprung. Wie süß die Taschen rauskommen. Habibi. Jetzt kann, macht ihr noch, wer länger unter Wasser bleiben kann. Masha'Allah. Donna, kommst uns wieder besuchen. Hi. Donna, komm. Nö, die geht jetzt rüber. Das war ja ein toller Besuch. So kalt ist es doch gar nicht. Mama. Mama. Was denn? Die Busen, okay. Was ist denn? Video aus oder was? Du hast Video? Ja, natürlich mache ich Video. Mach ich nicht. Ach so, nur ich dachte, du willst. Nur von hinten. Guck das. Ja. Ist eigentlich deine Schwimmflügel sind es. Ja, ich dachte, es ist dein Schwimmflügel. Assalamu alaikum, meine Lieben. Hier ist wieder die Khadija. Wir haben einen wunderschönen Hosenanzug bekommen und eine blaue Hose. Vielleicht passt es für die Mausi in der Schule. Die gucken wir mal. Ja, und dieser Hosenanzug in Aubergine, nicht schlecht. Dankeschön. Und zwar von Susanne mit ihrer Tochter Theresa. Guck mal, wie cool die YouTube draufgeschrieben haben. YouTube. Und jetzt kommt der Brief. Und so schöne Schrift. Hallo Iris, heute haben wir es endlich geschafft, vorbeizukommen. Die waren im deutschen Restaurant, da kann man alles abgeben. Und dann, Regina hat mich sogar angerufen, als die beiden da waren. Dann habe ich mit ihnen noch telefoniert. Und ja, ne, und Mohammed hat es dann abgeholt beim Bus. Mahmoud hat es gerade vom Bus geholt. Es ist, glaube ich, eine Woche später jetzt. Aber ist egal, wir haben's. Wir möchten Amina eine kleine Freude machen, so wie Younes auch. Melde mich nochmal bei dir auf YouTube. Mach weiter so, Inshallah kommt dieser Brief gut an, natürlich. Mit herzlichen Grüßen, Susanne und Theresa, alles Gute. Masha'Allah, 12.8. Oha, wir haben heute den 21.8. Masha'Allah, sieh mal, nur die Zahlen vertauscht. 1-1-2 vertauscht, sonst ist's gleich. You know, she sent it 12, we get it 21. Just we change the numbers. Okay, mit viel Liebe. Dankeschön, Dankeschön. Ach so, warte mal, wir haben ja gar nicht aufgemacht. 50 Euro! Masha'Allah, Masha'Allah. Ich bin fertig. 50 Euro. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Meine Sweeties, passt ihr auf hier? Ah, Beauty ist heute abgehauen. Glaubt ihr das? Also, wir haben hier Storys über Storys. Ganz neue Sachen. Alles viel. Cool. Also, in die Beauty, ich sag's dir. Das ist eine. Die Mini kommt hier rein, sieht die Beauty und macht die Tür wieder zu. Hä? Oha.
Die Beauty war da drin und hat rumgefressen. Sag mal. Die fängt jetzt an, die Pflanzen zu fressen. Oder was? Ja. Oh, my nerves. Mein Mann ruft jetzt an. Moment. Also, weißt, guck mal. Tür ist offen. Hunde hauen nicht ab. Aber das Pferd ist abgehauen. Und zwar wohin? Zu Rusti. Komm, ihr geht rein. Diese Beauty, die kann ich schon mal rauslassen. Die haut gleich ab. Zu Rusti und hat dort sich erstmal vollgefressen mit Reddy. Hier hat sie voll. Ja, Jonas! Oh, ich habe hier Storys über Storys für euch. Was ist da los? Kommst du gerade raus? Nee. Oh. Beauty, nee, du baust nur Schrott. Komm mal her und mach die Bauarbeit zu. Was bist du? Wo denn? Ja, guck mich an. Ich kann auch nicht gehen. Dann schick, sag doch Shani. Alles immer nackig. Wer ist das? Ist das die Oma? Leute, ich habe Geschichten für euch, das glaubt ihr nicht. Frial! Mumkin ente itfal el Bab! El Bab hat die, aschan ena Ariana. Die! Oh, meschit! Minni hali öfter. Hey, am ich gaffel kweis. Anna galakta alia khales. Itfal Bab delwati. Anna badri galakta bilat mani. Aywa, tella delwati, aschan. Habibti, Anna, gib Shani itfal Bab oder enti? Khala, shukran. Ja, super, Gafil, Gafil, kommst du auch mal wieder. Shani! Jafar, kommen Sie. Die haben nämlich durch, die Hunde. Es ist ein Theater hier. Da, Katzen. Miau, ich weiß, du willst rein. Ja. Ich, ja, komm. Stresserin. Komm. Komm, komm, komm. Heute. Ja, jalla, jalla. Mausi, Bausi. So, jetzt. Mach, lass mal Tür offen. Ich will nämlich den Fausi die Leine länger machen. Hallo, Gafi, komm, komm, Gafi, ich geh da mit, komm, komm, jalla, komm, Gafi, komm, 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 Gafi, ja, fein, super, jetzt ist er wieder drin, super, ich muss nämlich hier noch was machen, ja, die Hunde haben Durst, guck, ja, und die zwei Affen sind, ja, es gibt heute Affengeschichten, heide, nein. Lieg doch nicht so da. Und die Ohren, Hamdullah, die Ohren sind oben. Heide, na gut, 42 Grad. Die Hasen halten sich, super. Hühner haben Eier auf den Boden gelegt, Hühneralarm. Nee, ihr dürft nicht raus. Hör mal auf. Nein, ich gebe frisches Wasser. Nein. Leute, es ist einfach ein Schrott hier mit dem. Wieso legst du hier ein Ei hin? Oh. Oh, drei Eier. Okay. Komm. Jo. Trinki, trinki. Okay. Fertig. Guck mal hier rein. Alles Roger in Focha. Warte. Hallöchen. Okay, wer jault jetzt da? Ich komm, ich komm. Leute, es ist so krass. Ist einfach krass, gerade heute. Oh, ich habe nicht mal Mittagsschlaf gemacht. Vor lauter Aufregung. Vier Hühner sind noch da. Gut. Tut mir leid. Heute nicht. Heute dürft ihr nicht raus. So. Jetzt. Ich komm, ich komm. Ja. Tut mir schon der Rücken. Jetzt kommt mein Mann. Habt ihr schon wieder Hunger? Ihr Biester! So.
Wer hat die Leine da weg? Also, nee. Guck mal, was willst du mir damit sagen, Rusty? Ja. Ja, ich mach die Leine länger für dich. Ja, Meschi, guck mal, den Bambi. Ja, Habibi, ja, ja. Komm, Meschi. Okay. Okay. Lecker, lecker. Guck mal, da steht der Bambi auch auf. Kommen Sie. Frische Futter. Fertig. Wenn das der Vater sieht. Ihr müsst aufessen. Kleine länger. Und hat er mehr Heidebimbam. Bei mir pusht gleich. Pustet zu Ende. Dieser Schrott, ich schmeiß das jetzt auch weg. Weißt, manchmal spiele die noch damit. Ah. Ist die Mutter wieder da? Schwätzt der Sohn voll? Ist okay. So. Uff. Komm, ich komm zu dir und setz mich ein bisschen. Komm, Mama kommt. Komm zu Mama. Komm. Der guckt jetzt, was hast du da gemacht, ja? Und du kommst zu Mami. Ja, du auch. Oh, du kannst schon hochspringen. Gutes Mädle. Super Mädle. Zeig mal, hast du schon... Du riechst da nicht noch. Das ist nichts für dich. Die wird bald kastriert. Am vierten ist sie dran. Die Mädchen zuerst. Oder Junge zuerst. Wie war das? Einmal läufig werden und dann kastrieren? Oder schon früh kastrieren? Wie ist am besten? Oh, Baby, mein Baby. Guck mal, eine Nacht schläfst du hier, okay? Okay, mein Baby. Ja, ich hol das Wasser hier in die Mitte. Aha, jetzt sehen wir, wer kämpft. Warte mal. Das ist, der Garfield ist das. Garfi. Ihr zwei. Du Garfi, das geht nicht. Der Zucker ist Zucker. Du bist Jaffer. Hast du einen Knall? Lass doch den Kerl in Ruhe. Seid doch beide kastriert. Vom gleichen Ufer. Oder? So heißt es doch. Also wirklich. Komm, machen wir so. Dann kann jeder trinken. Gell? Ja. Und ich vermute immer, mein Fino ist es. Du musst immer draußen schlafen, weil ich denke, du tust den Zucker. Weil nachts hört man manchmal so Rumgeschreie. Das ist doch der dann. Paris, komm, lecker, lecker. Komm wieder rein. Na komm. Komm. Jalla. Lecker, lecker, komm. Du willst doch gar nicht draußen sein. Wie oft kommst du immer? Komm. Lecker, lecker, Habibti, komm. Komm. Komm mal her. Ich will dich nicht zwingen, aber du weißt doch, zu Hause ist es am besten. Ja, genau. Sie kommt wieder. Ja, was meinst denn du? Ja, welcome back. Guck, wie sehr begrüßt wird. Hallo. Die decken aus, es sind Katzen. Ja, so ist's. Okay. Ach so, zu dem Meerschweinli wollte ich noch. Ja, nee, ihr nicht. Guck mal, wie punkig. Oh, warum seid ihr da unten? Was ist jetzt hier passiert? Was ist hier los? Warum seid ihr hier unten? Hä? Wollt ihr das Futter fressen? Oder wollt ihr auch Grünzeug? Ha ja, können wir machen. Komm. Hier waren auch Vögel. Legt ihr hier Eier? Hä? Nee. Kann ja sein. Komm. Ihr kriegt auch Grünzeug. Kein Problem. Wir teilen. Mach mal Licht an. Wo ist das andere? Der ist so grau, den siehst du gar nicht. Ach so, da. Da habt ihr Grünes. So. Hallo. Versteckt euch doch nicht so blöd. Hallöchen. Muik, 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 muik. Hi. Muik, 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 muik. Du bist der Liebste, gell? Ja, die kleinen Schweineohren. Ihr seid kleine Schweinchen. Hi. Ja. Brrr. Ah ja, warm ist hier auch. Wenn man nichts sagen. Aber komm, fertig jetzt, genug. Jetzt wird geschlafen. Komm.
Was machst du da? Gehst in den Swimmingpool? Also vielleicht sollte ich auch in den Swimmingpool. Garfield, halt dein Klapp, ich sag das. Ich hab's genau gesehen. Gell? Habibi Zucker, du darfst auch bald ins Haus. Du bist so ein Lieber. Das kann man nicht machen. Guck dir das an, lauter Kampfdinger. Oh nein. Oh, Habibi, guck mal, lauter Bisse. Was ist denn das? Guck mal, was ist denn da los? Zeig mal, zeig mal, zeig mal. Da ist auch was. Zucker. Show me. Das sieht echt krass aus. Als ob's. Das sind Tatzen, als ob's aber auch eine Haut. Ne, das sind Aufschürfungen. Guck. Überall. Was ich halt auch so krass finde, dass die Dinger so komisch aussehen hinten. Was machst du? Willst jetzt doch raus? Ah, Bepti, also. Ach, ist mir heiß. Ich glaube, ich gehe in den Pool. Ja, Fausel. Du hast auch deine Schaukel. Wie die sich gelaust haben heute und sich gefreut haben. Das ist ein Bild. Super. Ich wollte gerade ein Foto machen, haut da ab. Mach mal bloß kein Pipi ins Wasser. Und schon jemand gestorben. Nee. Paris, jetzt lohnt's. Die suchen jemand oder was? Das kenne ich gar nicht. Ahmed Hamad. Ein Kind weggelaufen. Habe jetzt noch nie gehört, dass jemand so schreit oder ruft. Entschuldigung. Ja, zeigen wir mal die Milch. Mahmoud! Guck mal, da, der Schafspopo. Und die hat wieder Milch, das Ball. Dolly Buster. Heute. Aber geht gerade noch. Ha, oh nein, wie sie rüberguckt, die Sheila, ganz traurig zu ihrem Mann. I miss you, Habibi. Come back. Du bist schuld. Ja, ich bin die Hex. Habibti, wenn du ein bisschen lieber wärst, könnte ich dich auch mit rausnehmen. Weißt? Will nicht. Na gut, ist ja klar, ist ja gut. Oh, Fause ist weg, ihr kommt alle raus. Fause ist der Bösewicht. Guck mal. Ja gut, jetzt ist aber auch Zeit. Ist bald Maghreb. Alhamdulillah. Also ich leg mich jetzt rein. Oh, hab's ganz vergessen, dass es so voll ist. Das Ding. Na gut, mal sehen. Wir warten ab. Ich hocke in meinem Wasser und kühl ab und nachher komme ich zum Live. Also, bis die Tage, Masalema. Bye, bye. Und ich bin froh, alles wieder da. Alhamdulillah. Der Baby, aber Simsim noch nicht. Und ich denke, das ist ein schlechtes Zeichen, weil die waren zusammen. Irgendwas ist passiert. Ja. Also muss man bei Dabissel gucken. Immer wieder habe ich sowieso geguckt, ob sie da angeboten werden, ne, meine Affen. Kann ja sein, dass jemand angefangen hat und dann, ne, kann man immer nicht, kann man nicht wissen. Okay, bis die Tage. Moschelema, bye bye. Ja, da bin ich nochmal, die Zukunftsradiga. Ich habe mir das Video angeschaut und ich habe einfach nicht drüber nachgedacht und voll die Namen rausgehauen. Wer, wo, was, was macht, was arbeitet, das geht doch gar Kussau was an. Habe mir auch überlegt, warum habe ich das jetzt gesagt? Weil ich meine, Hurghada ist ein Dorf.
Dann brauchst du nur Pieps sagen, jeder kennt jeden. Ach, du bist das Huhn von dort. Du bist der Truthahn von der Farm, du bist der von dort. Dann haben wir alles gewusst. Weißt du, dieses Schubladendenken ist ja extrem. Über mich ja genauso. Deswegen bin ich in Hurghada aktuell oder die ganzen Gruppen auch nicht mehr aktuell. Oder Animal Lovers, keine Ahnung. Ich krieg halt auch immer Sachen zugeschickt und die Story habe ich mir überlegt, werde ich mir aufheben und alles bis zum Schluss geballt erzählen, weil da kommt immer noch was raus, es ist immer noch nicht fertig und dann warte ich noch. Aber ich wollte heute schon anfangen oder gestern, das Video ist von gestern, ne? Und es ist schon hochgeladen, dann kam mir heute, wieso habe ich die ganzen Namen gesagt? Das geht ja Kosau was an. Das ist dann zu privat und das sind keine Leute des öffentlichen Lebens. Vielleicht der ein oder andere, aber auch nicht. Das geht ja keinem was an. Außerdem habe ich da auch eine Fehlinformation reingepackt. Ja, was ich dann später von jemand anderem gehört habe, dass die Person doch nicht so viel Katzen hat. Whatever, ist doch egal. Ob 10.000, ob 1.000, ob 100, ist egal. Ich weiß, ihr wisst jetzt gar nicht, was meint die Tuten und Blasen, keine Ahnung. Ich verstehe nur Bahnhof. Ja, aber ich muss das so halten, damit im Live erzähle ich alles. Aber natürlich auch ohne Namen. Ja, mit meinem Mann haben wir jetzt auch schon gestritten, weil er das nicht richtig gehandelt hat. Das werde ich euch auch noch erzählen. Oh. Und ich liege jetzt... Ist ein Tag später Mittagsschlaf, aber durch meine Sorgen mit Melatonin, wenn du Sorgen hast, hilft Melatonin nicht. Du musst du wirklich reinlegen ins Bett, sorgenfrei, Kopf freischalten, ein Hörbuch anmachen, irgendeine Geschichte, auch YouTube-Geschichten, die nicht keine, so also Podcasts, du könntest ja alles als Podcast hören. Du musst die Gesichter ja nicht angucken. Ich mache das immer bei True Crime. Sofort Insolito, alle wie sie heißen. Ich gucke die gar nicht an. Ich lege mein Telefon auf die andere Seite, dass der Lichtstrahl mich nicht stört. Und dann schlafe ich und höre mir das alles an. Bloß ätzend ist halt dann immer die Unterbrechung. Muss halt immer weit überspringen. Aber sonst... Leute, seid mal nicht böse. Ich kann das nicht erzählen. Zu viel privat. Die Gosch hat wieder schneller reagiert als das Gehirn. Ja. Und deswegen, ich will niemand in die Pfanne hauen. Auch keine Namen nennen, wer jetzt gut oder schlecht ist. Und jetzt wisst ihr im Endeffekt auch gar nicht, um was es geht. Puh, alles rausgelöscht. Und gebabbelt habe ich mir der Wolf. Der mundfußlich gebabbelt auf Schwäbisch. Ah ja. Aber ich glaube, ihr versteht es. Ich will nicht zu viel Namen nennen. Da komme ich nach Hurghada und jeder setzt mir die Pistole auf die Brust. Ey, was hast du über mich gesagt? Muss ja auch nicht sein im Urlaub, gell? Ich will meine Ruhe. Deswegen. Beenden wir jetzt das Video nochmal. Und ich habe euch alle lieb und ja. Das Live-Video kommt noch, inshallah. Bis die Tage, Masalema. Bye-bye, number 3. Bye.